Herzlich willkommen zu einer weiteren Frage hier auf dem Marsch. Wir machen weiter mit Mais. Das Feld leider noch nicht fertig. Also eigentlich ein relativ kleines Feld, in Anführungszeichen. Ne? Das ist das größte, was wir hier haben, also einer der kleinen. Die größeren Felder würde ich auch grüner Mais machen. Ne? Das würde ich gerne antun wollen. Wir machen hier weiter, mal sehen, was der Anni jetzt macht, ob er sich da vorne jetzt hinstellt und wartet oder weiterfährt. Das ist jetzt die Frage, ne? Dann kann er da auch stehen bleiben, ne? Ja, wir machen jetzt hier weiter, bis wir das hier geschafft haben. Also das Ende ist ja schon zu sehen, ne? Also, wir schaffen ja schon einige Meter pro Folge, dank des von Crossplay, dass er mehr oder weniger alleine hinfährt, ne? Hat auch Vorteile mit Crossplay. Der Abfahrer fährt ja auch automatisch hoch und runter. Es könnte auch zwar der normale Helfer, aber das Fahrgewende war natürlich mit Crossplay. Ohne Crossplay hätten wir das Fahrgewende alleine fahren müssen. Und ja, wir machen damit Abfahrer, ne? Schwierig, ne? Schickt man das weg. Machen wir aus Körnermais, die erste Runde. Bei Hexen können wir nicht lagern, das geht nicht. Das ist kein Tank mehr vorgesehen. Ja, und voll sind wir. Das ist ein großer Hänger mit 61 Liter, 1000 Liter. Lohnt sich. Wehe dem, du fährst da jetzt los. Aber das kann passieren. Wir nehmen mal den zweiten. Ne? Ein bisschen beeilen, vorderhin. Auch einmal knapp. Einstellen. Lassen. Und schon den Strich gefahren, was ich gesagt habe. Du Sau. Entschuldigung für die Wortwahl. Das habe ich mich ein bisschen befürchtet, dass er uns hier gleich wieder abhaut. Ne? Mich gesehen, dass ich abgefahren bin und hinterher, ne? So, dann muss ich aber gleich den anderen entsprechend aufpassen, sonst dann düst er auch hinterher. Da wollen wir gleich mal entgegenfahren, wenn wir nicht laufen, ne? Wenn wir fahren können. Ah, da ist er schon. Dahinter rein. Wir können auch gleich den anderen nehmen hier, ne? Im Grunde egal, welchen wir fahren. Die Reihenfolge ist ja wurscht. Nur der hat einen kleinen Hänger, ne? Nur 47.000 Euro. Wird reichen. Jetzt stoßt mir da auf. Ja, ne? Mais, ne? Aber zum Glück endet nah. Wird auch ein kleineres Stück gefällt, ne? Das ist auch noch ein bisschen zügig. Ja, ne? Schweine heute Nacht noch und die Kühe besorgen. Bis morgen früh alles versorgt sein. Dann müssen wir die Schweine noch umstallen. Ne, umstallen muss ich aber machen. Dann muss ich auch zwei oder fünf Spiel maximal umstallen. Bei hoher Geschwindigkeit ist nicht zu empfehlen. Da sterben die Tiere womöglich im Anhänger. Wollen wir alle nicht. Ja, das ist gut. Das sieht auf der Felsen ist glaube ich nicht so effektiv wie das eigene. Da haben wir nicht mehr ausgebaut, glaube ich. Kann auch daran liegen, dass hier nicht gefügt war. Oder Kalk fehlte oder gleich. Mal schauen, ob wir den machen müssen. Ob wir hier fliegen müssen. Auch hier will ich die ganzen Fahrzeuge verkaufen. Und nach Möglichkeit
nur original behalten und nur bei Bedarf Fahrzeuge raufnehmen, die wir dann nutzen können. Aber das dauert noch ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen was tun. Die Ernte muss noch eingeholt werden. Also die Kartoffel- und Rübenernte. Die Rüben wollen verkauft werden gleich. Kartoffeln eigentlich auch. Wir haben jetzt noch keine weitere Verarbeitung im Plan. Weil das Geld führt dafür, ne? Ja. Na gut, das wäre egal, das ist ein Fall. Wollen wir am Stopp schnell starten? Na, das braucht doch nichts. Das dauert zu lange. Nehmen wir die Brücke, ne? Muss ich halt irgendwann mal das gleiche nochmal machen, anders beginnen. Jetzt ein Pro. Warum fällt am besten? So, dann gehen wir gleich raus. Und den machen wir gleich leer. So, starten wir mal gleich. Wie gesagt, der Große kommt rüber, hoffe ich jedenfalls. Ja, der liegt denn wieder auf, ist auch gut für sich, ne? Da müssen wir irgendwann mal wieder beigehen und verteilen in der Mitte. Nur in der Mitte. Am Rand ist mit Vorsicht zu genießen, ich weiß nicht, wie dicht die Silber sind. Aber rechts war nicht dicht. Verteiler das ausgedrückt. Und mit Schiebeschild komme ich hier nicht nach. So, einsteigen. Machen wir da einen da. Machen wir da den nächsten, ne? Und wir wechseln heute auch noch. Aber das Ende ist nah. Eigentlich auch, ne? Ja, Gülle muss noch Dings rein. Unser BKH muss mit Gülle verkauft werden. Und wir müssen sehen, dass wir die Gärreste in die Produktion reinkriegen. Und den Mist auch da rein, ne? Mal schauen, dass wir heute in der Nacht mal fleißig fahren. Ich bin schon mal 40 da. Im Grün. Großen Tag vor. Kriegt auch wieder die voll. Da können wir gleich einen anderen abfangen. Da muss ich kurz rüberlaufen.
ducken. So, bisschen schneller. Da. So, der andere ist hier. Ja, zurücksetzen. Was mal gleich fahren, ne? Der Wahnsinn. Aber so lange zu. Oh ne, da geht schon die Lage weg hier. Da kommen wir nicht mehr gut rüber dann, ja. So. Ah. Den Rest am Haufen machen, das ist auch nichts. Und zu schnell. Ja, speichern ist gut. Aber es geht nur schneller. Der Motor wieder aus. Ist er aufgestiegen worden? In der Holland. Verdammt. Wusste. Ja, voll. Ja. Aus der Straße. Und aussteigen. So. Ups, was? Faktor 50% Schaden. Naja. Ja, schau mal. So. Auch alles gut. Oh. Junge, mach ich ihn voll, dass wir fertig werden hier. Ich kann kein Mais mehr sehen. Mais, Mais. Hat sich mal einer gewünscht. Auch wieder schaut man mal. Garantiert nicht. Hat sich noch nicht gemeldet. Ich freue mich, dass wir Mais sehen kann. Ah, das macht ja nichts. Und da gab es eine bessere Preise, glaube ich. Wir sehen hier im Winter ein paar Bäume fällen, ja, wenn man halt noch ein paar Bäume hat. Und dann muss ich sehen hier früher ein paar Bäume pflanzen, 200 Stück etwa. Und ja, zwei Felder sind schon geplant für Raps. Habe ich ausgesehen, weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls kommt Frühjahr Mais auf Feld 1 und 14, also hier rechts das Feld über. Da habe ich vor, Mais herzubringen und auf Feld 14 oben links. Die 15 und 2 ist ja mit Gras.
Wir machen jetzt hier einen Lauschen und Ballen. Das geht leichter und mehr von alleine, als man muss nicht dabei sein. Und ja, ansonsten habe ich schon einige Felder mit Getreide eingesät, also mit Weizen und Gerste. Weizen habe ich schon gemacht, Gerste soll noch kommen, und zwar auch mit Grafen und Gras, da wo die 1630 war, ist, oder war. Kann man immer noch leise hoffen, dass das Gras noch einmal mähfähig ist. Die Hoffnung habe ich noch, also dass es dann morgen übermorgen noch wächst. Und dann können wir dann nochmal ganz kurz das Mähgeschwader darüber schicken. Vielleicht wenn der alles verschätzt. Ja, mach voll, Junge, mach voll. Da, wo ist er? Okay, der Kollege nimmt an. Ist da 10 km/h. Naja, gut. Irgendwo Kampfstrecken oder was? Gibt es einen Automaten oder sowas? Oh, aufstehen! Oh, Montag Frühstück. Oh, nicht dran denken. So. Der 50 kommt bereits entgegen. Dann werden wir gleich den anderen leer machen. Dann werden wir gleich rechts höher fahren. Kommt da nicht mehr rüber. Der andere schon Schwierigkeiten gehabt. Das war ein 17er ein bisschen einfacher gewesen, oder was ein 15er, wo die man nicht so unordentlich aussah, sondern das jetzt dann gehoben im Prinzip. Aber das ist ja halt so, ne? So. Rosa. Den können wir gleich entlassen. Dann können wir den kurzen Weg nehmen. Ne? Warum wir nicht querfeld einfahren? Na, Lohnzahlung, das verstehe ich heute noch nicht. Aber das wird ja nächste Woche. Müsste ich mal ein Cosplay mal für eine Aufnahme rausnehmen und dann wieder aktivieren und dann entsprechend dann die Meldung kommt. Ich weiß es nicht genau. Aber das Komische ist, auf beiden Karten ist es so. Ob hier oder auf Thüringen, da ist verlangt Cosplay und Leute ist kein Geld mehr. Mir ist recht, aber das ist ja so nicht realistisch. Ne? Wenn jemand hast, ist auch ein bisschen brutal werden. Zeit. So, und schau, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ja, wir machen ja gleich weiter. Gerade machen wir mit Weiß und Mais. Wir sind fast mit durch. Anführungszeichen. Ja, ich mache ganz kurz Pause, mache mir jetzt Kaffee und dann mache ich weiter. Bis nachher. Tschüss.